Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Bergkarabach sind bei der Explosion eines Treibstoffdepots mindestens 20 Menschen gestorben. Weitere 290 wurden verletzt, wie das zuständige Gesundheitsministerium mitteilte. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Die Behörden riefen dazu auf, die Verletzten auszufliegen. Die Krankenhäuser in Bergkarabach könnten sie nicht angemessen behandeln. Die humanitäre Lage in der umkämpften Kaukasusregion hat sich nach einer Militäroperation Aserbaidschans vergangene Woche noch einmal verschärft. Um die illegale Migration einzudämmen, plant Innenministerin Faeser stationäre Grenzkontrollen gegen Schleuser. Sie sei dazu mit Polen und Tschechien im Gespräch, sagte sie im Deutschlandfunk. Man müsse aber schauen, was das bringe. Um eine Entlastung der Kommunen zu erreichen, brauche es eine europäische Lösung mit Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, so Faeser. Gegen die personalintensiven stationären Grenzkontrollen sprach sich die Gewerkschaft der Polizei aus. Im ARD-Morgenmagazin forderte CDU-Innenpolitiker Frei mehr nationale Maßnahmen. Ich stelle in Abrede, dass man das national nicht wenigstens weiter vorantreiben kann. Anders ist doch nicht zu erklären, warum in diesem Jahr die Asylanträge in Deutschland um 80% gestiegen sind, während sie in Österreich um 30% zurückgegangen sind. Also offensichtlich gibt es neben der europäischen Ebene, die sicherlich entscheidend ist, auch nationale Hebel, die man einsetzen kann. Und was wir in Deutschland erleben, ist, dass die Bundesregierung im Grunde immer das Gegenteil macht. Mit einem Bleiberecht für abgelehnte Asylbewerber, mit einem Spurwechsel. In Deutschland startet heute ein neues Förderprogramm für das Laden von Elektroautos mit Solarstrom. Einen Zuschuss gibt es für die Installation einer neuen Ladestation in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Solarstromspeicher. Laut Bundesverkehrsministerium liegt die maximale Förderung bei 10.200 Euro. Das entspricht etwa einem Drittel der Gesamtkosten. Kritik kommt von Verbraucherschützern, da sich das Angebot nur an Eigentümer von selbstgenutzten Wohngebäuden richtet. Gut zwei Monate nach der Parlamentswahl in Spanien beraten die Abgeordneten über einen neuen Regierungschef. Morgen soll über die Kandidatur des konservativen Feijóo für das Amt des Ministerpräsidenten abgestimmt werden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass er die nötige Mehrheit erhält. Feijóos konservative Volkspartei war im Juli stärkste Kraft geworden, vor den Sozialisten des geschäftsführenden Regierungschefs Sanchez. Frankreichs Präsident Macron hat einen Plan vorgestellt, wie das Land seine Klimaziele erreichen will. So soll bis 2027 die Produktion von Wärmepumpen verdreifacht werden auf 1 Million. Zudem plant Macron ein Programm, mit dem Menschen mit geringerem Einkommen günstig ein E-Auto leasen können. Frankreich hat sich verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 55% im Vergleich zu 1990 zu senken. Heftige Regenfälle haben in Guatemala eine Sturzflut ausgelöst. Mindestens 6 Menschen starben. Ein Fluss war in der Nacht zum Montag über das Ufer getreten und hatte mehrere Häuser eines Armenviertels weggespült. Etwa 1 Dutzend Menschen werden nach Angaben der Nationalen Notfallbehörde noch vermisst, darunter 8 Kinder. Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige suchten nach den Vermissten. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute nach Auflösung von Nebelfeldern vielfach sonnig. Im Osten und Südosten mancherorts locker bewölkt. Im Nordwesten mitunter wolkig. Trocken bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad.